Ein letztes Mal herzlich willkommen im Kapitel elektromagnetische Induktion. Wir beschließen es damit, dass wir eine Formel für die im Magnetfeld gespeicherte Energie herleiten. Natürlich können wir nur hoffen, das für eine Spule zu tun, weil nur da haben wir Formeln zur Verfügung. Wir schauen uns diese Situation hier an, könnt euch den Schaltplan gerne nochmal abzeichnen. Anstatt eines Widerstands haben wir hier eine Leuchtdiode, also eine LED. Schalten ein, dann baut sich hier eine Stromstärke auf und nach einer gewissen Zeit legen wir den Schalter um. Dann ist das hier weg. Die Spule fungiert als Spannungsquelle und treibt den Strom weiter und bringt damit die LED zum Leuchten. Das heißt, es wird Energie umgesetzt. Lichtenergie, Wärmeenergie und so weiter. Wo kann diese Energie nur herkommen? Ja, einzig und allein aus dem Magnetfeld. Das ist ja die einzige physikalische Größe, in der sich hier in irgendeiner Form Energie speichern lässt. Es hat sich beim Einschaltvorgang Magnetfeld aufgebaut und beim Abbau des Magnetfeldes wird dessen Energie umgewandelt in diese Energie hier. Oder ich könnte hier ein Leistungsmessgerät anbringen, welches mir Spannung und Stromstärke misst und eine Leistung ausgibt. Und dann warte ich eine gewisse Zeit, bis hier dieser Strom zum Erliegen kommt und dann sehe ich hier die Gesamtleistung bzw. die Gesamtenergie, die mir das Magnetfeld beim Zusammenbrechen des Stroms abgegeben hat. Und wir gucken uns jetzt die Momentanleistung an, die durch diesen Selbstinduktionsprozess beim Ausschaltvorgang zum Zeitpunkt T vorhanden ist. Momentanleistung deswegen, weil die sicherlich nicht konstant ist. Wir haben gerade gesagt, Stromstärke wird immer kleiner, damit sinkt auch diese Leistung hier. Also P von T, großes P für Power, ist U mal I, Spannung mal Stromstärke. Spannung ist in diesem Fall die induzierte Spannung in der Spule, also letztendlich die Wirbelfelder, die entstehen beim Magnetfeldabbau, die sind die Ursache für diese Spannung. Uint von T mal I von T und dann setze ich ein, definitionsgemäß ist die induzierte Spannung Induktivität mal I Punkt, zeitliche Änderungsrate der Stromstärke mal I von T. Und jetzt muss ich mich erinnern, Arbeit ist Leistung pro Zeit oder Energie ist Leistung pro Zeit. Nee, das ist natürlich Käse. So, um auf die Energie zu kommen, muss ich mich erinnern. Leistung ist Arbeit pro Zeit oder übertragene Energie pro Zeit. Ich könnte auch schreiben Delta W durch Delta T. Das gibt mir allerdings nur die mittlere Leistung bei einem Prozess an. Und wenn jetzt W nicht gerade linear verläuft, dann ist das eben nur ein Mittelwert, der nichts mit der oder wenig mit der Momentanleistung zu tun hat. Um zur Momentanleistung überzugehen, muss ich aus diesen Deltas hier Ds machen, also hier den Differentialquotienten dW nach dT oder eben einfach W Punkt hinschreiben. Und damit haben wir die allgemeinste Definition. Die Leistung ist die zeitliche Änderungsrate der Energie oder der verrichteten Arbeit. Ich meine, nach dem neuen Bildungsplan muss man hier wieder E schreiben, was in der E-Lehre ein bisschen unglücklich ist, weil es ja schon für die elektrische Feldstärke steht. Ich schreibe noch W, aber es kann sein, dass ihr euch da umgewöhnen müsst in den Abi-Aufgaben. So, wie komme ich jetzt auf die Energie, wenn ich die Momentanleistung habe? Bei der konstanten Leistung ist Energie Leistung mal Zeit. Wenn das jetzt nicht mehr konstant ist, dann muss ich eben integrieren. Also ich muss die Leistungsfunktion, Abhängigkeit von der Zeit, das kann keiner mehr lesen, in bestimmten Grenzen, denen ich den Prozess betrachte, integrieren. Eigentlich müsste hier noch ein W0 davor stehen nach dem Hauptsatz, aber bei der Energie können wir immer beliebig unseren Nullpunkt verschieben, deswegen lasse ich das hier weg. Also W gleich P mal T wird im allgemeinen Fall bei veränderlicher Leistung zu W gleich Integral P von T dt. Das ist eine ganz nützliche Formel, die ihr auch in so eine allgemeine Formelsammlung aufnehmen könntet. So, und genau das mache ich jetzt. Ich möchte die Gesamtenergiemenge, die aus dem Magnetfeld in die LED übergeht, berechnen. Das mache ich, indem ich von 0 Ausschaltmoment
bis theoretisch unendlich integriere. Praktisch wissen wir, hier könnten wir auch 5 Tau schreiben, dann ist der Ausschaltvorgang so gut wie zu Ende, aber machen wir es ruhig mal theoretisch, ich warte unendlich lange. Denn theoretisch hört die Selbstinduktion ja nie auf, geht immer noch ein bisschen weiter. Dann setze ich ein, P ist L mal I Punkt mal I. Die Induktivität ist eine Konstante, die kann ich rausziehen und da steht hier das Integral über I Punkt mal I oder I mal I Punkt dt. Leider macht man sowas im normalen Matheunterricht heutzutage nicht mehr. Früher hättet ihr noch Substitutionsmethode gelernt und hättet verstanden, das hier kann man als di auffassen, dann muss ich I di integrieren. Also ein halb i Quadrat. Kann man aber auch ohne das sehen, wenn man folgenden Kettenregel-Hack rückwärts macht. Wenn ich mir diese Funktion anschaue, ein halb i von t ins Quadrat und die ableite, dann kriege ich doch Kettenregel, äußere Ableitung 2 mal ein halb ist weg, i von t hoch 1, mal die innere Ableitung. Die innere Funktion ist aber i von t, also steht hier i von t mal i Punkt von t. Genau das. Und jetzt habe ich das Integral nach der Zeit über eine zeitliche Ableitung. Das beides hebt sich auf. Also das hier in der Klammer ist schon direkt die Stammfunktion in den Grenzen von 0 bis unendlich. Und spätestens jetzt sollte man, wenn man es mathematisch einigermaßen genau nimmt, Limes t gegen unendlich davor schreiben und nicht einfach hier brutal unendlich einsetzen. Und dann wissen wir, die Stromstärke ist bereits nach 5 Tau so gut wie 0, also im Grenzwert t gegen unendlich fliegt dieser Ausdruck hier weg und es bleibt nur ein halb i an der unteren Grenze 0, i von 0 ins Quadrat. Und i von 0 ist gerade die Stromstärke, die hier geherrscht hat, im Moment, wo ich den Schalter umlege, also im Ausschaltmoment. Das Minuszeichen bringt zum Ausdruck, dass das Magnetfeld Energie verliert. Ich entziehe dem ja seine Energie, das geht in die LED über. Deswegen das Minuszeichen auch hier oben. I Punkt ist negativ im Ausschaltvorgang, also haben wir auch eine negative Leistung, was genauso zu interpretieren ist. Darüber machen wir uns bei der Endformel aber keine Gedanken, sondern wir sagen einfach, wenn in einer Spule der Induktivität L die Stromstärke groß I herrscht, dann ist in diesem Moment diese Energiemenge im magnetischen Feld gespeichert. Und wenn ich dann so einen Ausschaltprozess mache, dann kann diese Energiemenge abgegeben werden und umgewandelt in andere Energien. Also das ist eine wichtige Formel. Die magnetische Feldenergie, ich schreibe wie gesagt noch W, ist ein halb Induktivität mal I Quadrat. Schreibt euch bitte die Situation noch dazu. Spule der Induktivität L, die von einem Strom der Größe I oder der Stärke I durchflossen wird. Und wenn ihr euch erinnert, die Energie, die im elektrischen Feld eines Plattenkondensators gespeichert ist, war ja ein halb CU Quadrat. Jetzt seht ihr verblüffend, wie die Formeln sich ähneln. Faktor ein halb. Die Induktivität hier ist die Kapazität im elektrischen Fall, das ist nicht so verwunderlich. Dort kann ich keine Stromstärke haben. Der Kondensator ist ja statisch, also ist voll geladen, es fließt kein Strom mehr und dem entspricht dann die Spannung. Die herrscht zwischen den Platten und hier habe ich eher was Dynamisches, was Bewegtes. Da herrscht die Stromstärke, also es fließt gerade Strom in der Spule. Noch ein bisschen besserer Vergleich, den wir in der Vollständigkeit nur verstehen werden, wenn wir über den Schwingkreis in einem späteren Kapitel reden. Noch besser ist es, diese Formel mit der Formel für die kinetische Energie zu vergleichen. Ich schreibe hier ausnahmsweise auch W, normalerweise schreibe ich E, aber dass es hier passt. Die kinetische Energie eines bewegten Objektes der Masse m ist ein halb mv². Und jetzt Achtung, m ist die träge Masse, das ist das, was in Bewegung bleiben will, was nicht abgebremst werden will. Das entspricht jetzt wunderschön der Induktivität, denn die Induktivität sorgt ja dafür, dass hier der Strom nicht einfach stehen bleibt. Also die sorgt dafür, dass der Strom hier noch eine Zeit lang weitergetrieben wird. Lenzsche Regel, Wirbelfelder und so weiter und so fort. In dem Sinne entspricht die Induktivität der Masse klein m. Und hier die Geschwindigkeit des Körpers entspricht hier letztendlich der Geschwindigkeit der Elektronen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, also der Stromstärke. Der Strom selber besteht ja aus bewegten Elektronen. In dem Sinne habe ich hier diese Entsprechung, klein v und die Stromstärke.
Und damit wirklich eine perfekte Analogie zur Mechanik, die wir, wie gesagt, später noch ein bisschen weiter ausreizen werden. Okay, jetzt könnte man noch ein Zahlenbeispiel machen, darauf verzichte ich jetzt. L irgendwas in Henry einsetzen, mal irgendwas in Ampere-Quadraten, dann kommt eine Energie raus in Joule. Ein Zahlenwert, der einem in der Regel relativ wenig sagt. Okay, eine Sache der Vollständigkeit halber. Man kann hier wie im elektrischen Fall die Energiedichte des magnetischen Feldes noch berechnen. So, Rho für Dichte, magnetische Feldenergiedichte ist dieser Energiebetrag durch das Feldvolumen. Und da machen wir wie beim Plattenkondensator folgende Näherung. Wir gucken nur hier, wenn ich so eine zylinderförmige Spule habe, das Zylindervolumen an. Das heißt, ich vernachlässige, dass es hier selbstverständlich auch noch ein Randfeld gibt, wo ja auch noch Energie drin sitzt. Deswegen sind diese Formeln ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie ich finde. Okay, Tafel ist voll, bei mir ist ein bisschen die Luft raus. Ich blende euch das noch kurz im Skript ein, dass ihr die Formel mal gesehen habt und euch notieren könnt, falls es im Abi eine Rolle spielt. Aber die Physik an sich wäre zu Ende. Puh, okay, das war's. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und eure Treue. Ich hoffe, es war lehrreich, hat vielleicht sogar ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns in einem der späteren Kapitel. Chalk Drop. Close out. Peace.